Willkommen zurück zu einem neuen Video, heute in einer etwas ungewöhnlichen Pose, nämlich im Querformat. Heute geht es um das Thema Körpersprache, deswegen in diesem Format, weil so kann ich dir besser zeigen, worum es geht, so kann ich dir das Ganze besser demonstrieren. Also Körpersprache, heute wollen wir uns angucken, was wichtig ist, die größten Go's und No-Go's, wie du eine attraktive und gute Körpersprache hinbekommst. Dazu muss man sagen, was du jetzt hier siehst, vielleicht, ist, dass ich leichte X-Beine habe. Das heißt, alles, was bei mir ein bisschen komisch X-beinig aussieht, deswegen stehe ich manchmal so, ja, alles, was bei mir ein bisschen X-beinig aussieht, sieht bei dir normal aus. Das ist mein kleiner Nachteil, den ich hier habe. Die erste Sache, mit der wir beginnen wollen, ist der Stand. Und ich schraube die Kamera ein bisschen runter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das kannst du jetzt hier sehen. Ja, ich habe meine Pantoffeln an. Und wichtig erstmal ein schulterbreiter Stand. Ungefähr so. Ja, du siehst, ich stehe hier, hier ist meine Hüfte, ich stehe hier etwas breiter. Ne? Also ungefähr schulterbreit. Du möchtest nicht zu eng stehen, so. Das sieht bei mir mit X-Beinen speziell nochmal komisch aus. Sondern du möchtest schulterbreit stehen. Ungefähr so. Ja, Gewicht hier in die Knie, seitlich sieht das dann ungefähr so aus. Zu den anderen Teilen, Rücken, Oberkörper kommen wir gleich. So sieht das aus. Manchmal kannst du auch ein bisschen breiter stehen, aber ich denke, so ungefähr sollte das Maximum sein. Wenn du anfängst so zu stehen, wird es sehr breit, so irgendwo hier liegt das Maximum. So doppelte Schulterbreite ist das Maximum, aber eher so, ja, ungefähr schulterbreit. Das ist ganz wichtig vom Stand her. Denn viele Männer machen den Fehler, dass sie sehr eng stehen. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist so zu stehen. Das ist sehr weiblich und sieht unglaublich unsicher aus. Eingedrehte Füße auf keinen Fall. Die Füße sollten entweder nach vorne zeigen oder leicht nach rechts bzw. links außen gedreht sein. So viel zum Stand. Jetzt kommen wir mal zu der zweiten Sache, nämlich, dass du gerade stehst. Und das ist wahrscheinlich das Problem der meisten Leute und war auch ganz, ganz lange ein Problem von mir. Das habe ich immer noch nicht perfekt gemeistert. Aber gerade stehen bedeutet halt einfach, dass all das hier, ne, also all das hier, Nacken, Oberrücken bis Unterrücken und Gesäß, ungefähr auf einer Linie ist. So, das ist ein relativ gerader Stand. Bedeutet Brust raus, bedeutet auch Bauch raus. Auch wenn du übergewichtig bist, und das hatte ich nämlich damals, wo ich noch dicker war, habe ich immer dazu tendiert. Das war mein normaler Stand, weil dadurch wurde so ein bisschen das Dicksein hier vorne eingedämmt. Aber das ist gerade stehen. Ja, die Schulter hängen hier, die Arme hängen hier locker runter, Schulter hängen hier auch, die sind nicht hoch oder angespannt. Einfach hier, gerader Stand, leichtes Hohlkreuz. Gerade aufrecht stehen. Kombiniert natürlich mit dem, was ich dir eben gezeigt habe, nämlich dem schulterbreiten Stand. Ne? Brust raus und Kopf nach vorne. Dabei auch ganz wichtig, Kopf gerade. Ja, es geht hier nicht nur darum, was gut aussieht, was gut wirkt, sondern auch gesundheitstechnisch gesehen. Es gibt ein ganz cooles neues Gadget, das kann man sich hier dran machen. Und dann zeigt dir das, wenn du hier oben ungerade bist. Das überlege ich mir noch zu holen, weil ich auf jeden Fall hier noch ab und zu Fehler mache. Ne? Also wirklich gerade so. So solltest du stehen. Und wenn du das mal machst, dann kommst du dir, wenn du vorher anders gestanden hast, ich habe vorher immer so gestanden, dann kommst du so ein bisschen vor wie so ein Boss, wie so jemand, der Leute rumschubst, so ein Schläger, so ein bisschen so, oh, du spürst, dass es anders wirkt. Ja, das kannst du selbst mal ausprobieren, indem du dich mal eine Minute lang wirklich so hinstellst, mit gestreckten Armen. So hinstellst, Blick nach oben. Und dann mal eine Minute zusammenkauerst, ungefähr so. Mach das beides mal und guck mal, wie es dir danach geht. Unsere Körperhaltung beeinflusst stark unseren emotionalen Zustand, da habe ich schon mal drüber geredet. Deswegen, wenn du mal vor einer Herausforderung stehst, vor einem Date oder eine Frau ansprechen willst und du kriegst es nicht hin, du steckst gerade fest, dann mach mal eine Minute wirklich die Victory-Pose und du wirst merken, du bist sofort in einem anderen emotionalen Zustand. Ganz wichtige Sache als nächstes, was machst du mit deinen Händen? Die meisten Männer machen komische Sachen mit ihren Händen. Wenn du gar nicht weißt, was du mit deinen Händen machen sollst. Also ich gestikuliere viel mit meinen Händen, das siehst du in den Videos, das siehst du auch hier. Und das funktioniert auch für mich, weil ich das kann. Das musst du über die Zeit lernen. Du musst lernen, deine Hände zum Gestikulieren zu benutzen. Ich mache das hier nicht aktiv, das kommt einfach passiv. Wenn du nicht weißt, wie du gestikulieren sollst, dann kannst du gerne den klassischen Hand in die Hose machen. Du kannst auch gerne beide Hände in die Hose machen. Damit kannst du nie besonders viel falsch machen und deine Hände liegen einfach sicher. Es ist eine relativ entspannte und lockere Pose. Kannst aber auch einfach so stehen. Den meisten Leuten ist aber dieser Stand etwas unangenehm. Ja, die werden dann nervös. Deswegen, wenn es nicht geht, mach eine Hand in die Hose. Wenn das nicht geht, mach beide in die Hose. Damit kannst du nicht besonders viel falsch machen. Und auch hier trotzdem weiter gerade stehen. Arsch raus sozusagen. Leichtes Hohlkreuz. Und gerader Stand. Ne?
Das machst du mit deinen Händen, wenn du gerade am Anfang bist und noch nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst. Ansonsten benutzt deine Hände gerne zum Gestikulieren. Ich übertreibe es eher, aber mach es gerne. Wenn du mit den Händen gestikulierst, dann bleibst du in dieser Box. Das ist der Bereich, in dem du bleiben solltest. Hier. Nicht so viel da. Wenn du siehst schon, dann wird es irgendwie sehr groß. Kann man mal machen, wenn man etwas Großes beschreiben möchte. Nicht so viel hier unten. Sieht schon komisch aus, ne? Und vor allem nicht so viel hier im Gesicht. Du bist kein Boxer. Ja, du kannst mal hier in diese Gegend kommen, aber nur kurz. Hier sollte dein Arbeitsbereich sein. Hier ist dein Hände-Arbeitsbereich. Ganz wichtig. Das solltest du mit der Zeit dir antrainieren, weil es wirkt meistens sehr gut, sehr professionell, wenn du mit deinen Händen dazu gestikulieren kannst. Und dann kannst du natürlich auch mal aufhören, die Hände wegstecken und auch mal ohne Gestikulieren reden. Aber das wirkt gleich viel weniger dynamisch. Mit den Händen ist gleich viel mehr Dynamik drin. Und ob du jetzt eine Hand benutzt oder beide, das bleibt dir überlassen. Beides nochmal dynamischer, das muss man sich mit der Zeit angewöhnen. Arbeite auf jeden Fall in diesem Rahmen. Ganz, ganz wichtig. Nicht großartig darüber hinaus, außer du gestikulierst etwas Großes. Die nächste Sache, und dafür verändere ich mal kurz die Kameraperspektive, ist das Gesicht. So. Wichtig im Gesicht. Dein Gesicht sollte die Geschichte erzählen oder den Zustand zeigen, in dem du gerade bist. Also wenn jemand zu mir kommt und seine Mimik ist ungefähr so, ja, dann habe ich sie angesprochen und das war sehr cool und es hat sehr viel Spaß gemacht, das ist sehr gut. Nein, ein bisschen mehr sollte da schon drin sein. Und dazu kannst du, wie du es bei mir auch siehst, deine Augenbrauen benutzen, aber auch ab und zu mal lächeln, ja, kurz Zähne zeigen und allgemein so ein bisschen, ja, mit deinen Augenbrauen kannst du unglaublich viel machen. Hm? Verwirrung? Ah, Überraschung. Lerne so ein bisschen das, was du sagst, auch durch deinen Blick zu kommunizieren und nicht irritiert sein. Ich muss hier manchmal auf den Bildschirm gucken, damit ich sehe, was ich da überhaupt mache, genau. Ja, aber arbeite mit deiner Mimik, arbeite mit deinen Gesichtsmuskeln, mit hier, den Augenbrauen. Schau mal, das kannst du auch gerne machen, als Übung, da komme ich auch im Video von morgen nochmal zu, dass du dich vor den Spiegel stellst und mal eine Geschichte erzählst und dir dabei selbst ins Gesicht schaust und mal guckst, wie ausdrucksstark du da wirklich bist. Ja, du siehst, ich kneife manchmal meine Augen zu, dann wieder ein bisschen weiter, ja. Variiere, genauso wie mit der Gestik, variiere bei deiner Mimik ein bisschen und all das, was du erzählst, wird deutlich lebendiger werden. Ne? Ganz wichtig, Körpersprache gehört das auch zu, Mimik, Gestik. Ne? Achte drauf, Augenbrauen kannst du benutzen, Lächeln regelmäßig benutzen, aber ruhig auch mal neutraler sein. Jetzt gerade bin ich neutraler und benutze nicht so viel Ausdruck. Ja, ich benutze weniger Ausdruck und rede eher neutral. Jetzt benutze ich zum Beispiel sehr viel Ausdruck und das wirst du morgen nochmal im anderen Video über Reden erfahren. Es macht Sinn, wenn du variierst, wenn du mal ein bisschen mehr Ausdruck benutzt und mal einfach ein bisschen weniger und einfach neutraler redest. Und beides hat seine guten und schlechten Seiten. Ja, dieses Neutrale kannst du eher benutzen, wenn du auch was Ernstes kommunizieren möchtest. Aber wenn du gerade eine lustige, spaßige Geschichte erzählst, dann macht es auch Sinn, wenn du ein bisschen den Spaß durch ein Lächeln, durch hohe Augenbrauen mit reinbringst. Ansonsten kannst du auch ruhig hier, du siehst es, tiefere Augenbrauen, Mund bleibt eher auf der gleichen Linie. Ich erzähle Geschichte, höre Augenbrauen, das macht meine Augen größer, ich lächle eher, bringt mehr Spaß in die Geschichte rein. Außer ich komme zu Momenten, wo die Geschichte traurig wird, dann bin ich halt eher auf dieser neutralen Ebene. Und dann gibt es wieder eine lustige Geschichte. Traurig, lustig. Ja? Und so kannst du deine Mimik benutzen, um alles, was du sagst, nochmal viel interessanter und besser zu gestalten. Jetzt möchte ich nochmal zu ein paar No-Gos kommen, die ich immer wieder... sehe, hauptsächlich was die Hände betrifft. Was du machen kannst mit deinen Händen ist sowas wie sowas, ein bisschen dich massieren, ein bisschen dich kratzen, das ist in Ordnung. Dann hast du hier eine relativ, ich sag mal, coole Position, auch eine Position, die viel Platz einnimmt. Ist in Ordnung. Viele Männer gehen dann irgendwie im Gesicht irgendwas ist immer schlecht, das siehst du, weil es ist irgendwie so, ich rede und fummel mir im Gesicht rum, das ist irgendwie blöd. Ja, klar, wenn du hier mal, hier am Unterkinn kannst du sein mit deiner Hand, kannst du so ein bisschen rumspielen, aber auch nicht zu viel. Das Schlimmste, was du mit deinen Händen machen kannst, ist so dieses hier. Oder irgendwie sowas. Oder einfach so. So mit deinen Fingern aneinander rumspielen. Das zeigt, dass du super nervös und aufgeregt bist und ist einfach schlechte Körpersprache, schlechte Körperkommunikation. Auch wenn du eng bist. Ja, so. Du siehst mich jetzt nicht ganz, aber du siehst, ich stehe deutlich enger. Meine Beine sind jetzt zum Beispiel genau zusammen. Das wäre der Stand, von dem ich vorhin geredet habe, der Beinzusammenstand, den du auf keinen Fall machen solltest. Wenn du es sehen könntest, würdest du sehen, meine Beine sind auch ein bisschen zusammengekehrt. Ein sehr enger Stand. Zeigt einfach, ich bin sehr unsicher. Sieht auch so aus. Wenn du das jetzt so siehst, siehst du das genauso. So, ich mache jetzt einen weiteren Stand.
stelle mich weit hin. Und schon wirkt das Ganze ganz anders. Schon wirklich viel entspannter in der Situation, wo ich bin. Aufmachen, das ist auch das Ding. Hier bist du verschlossen, ne? Siehst du hier? Das hier auch niemals machen mit deinen Händen. So das. So dieses hier. Mache vielleicht Türsteher, ist aber nicht cool. Du kannst es hinterm Rücken machen, dann bist du nämlich offener. Siehst du hier? Deutlich offener, deutlich verschlossener. Hoch, runter, hoch, runter. Nicht das hier machen, wenn das hier machen, aber brauchst du nicht unbedingt. Ne? Immer darauf achten, diesen Bereich hier offen zu lassen. Offen, offen, verschlossen, verschlossen. Diese Sache geht, denn es gibt das in verschlossener Form und in offener Form. In offener Form ist es in Ordnung. Da hat es sowas Türsteher-Boss-mäßiges. In verschlossener Form ist es auch noch nicht die schlechteste Körpersprache, aber er wirkt halt wieder nicht so gut. Ne? Also du wirst generell deinen Körper aufmachen. Das gilt für den Beinbereich wie für den Oberkörperbereich. Ja, und das willst du dir angewöhnen. Das ist generell gute Körpersprache, wenn du einen offenen Körper hast. Es zeigt einfach, du fühlst dich wohl, du fühlst dich komfortabel in der Situation. Und natürlich sind wir mal in einer Situation, wo wir uns ein bisschen verschließen, das ist normal. Aber versuch einfach tendenziell mal darauf zu achten, wie du stehst. Stell dich mal vor den Spiegel, schau mal. Na, schau mal, wie stehst du? Wie ist dein Stand? Das musste ich sehr viel machen, bevor ich einigermaßen gerade stehen konnte. Und ich bin immer noch kein großer Experte da drin. Ne? So. Wirklich offen stehen, nicht zusammengekauert. Also das Schlechteste, was du machen kannst, ist wirklich dieses, so, je mehr das hier ist, desto mehr unterwürfiger siehst du auch aus und desto mehr unterwürfiger bist du auch von der Position her. Kraft, Power, offene Körpersprache, Blick nach vorne, geradeaus. Nicht auf den Boden, auch so eine Sache. Wenn du unterwegs bist, schau nicht auf den Boden. Erstmal musst du ja sehen, wo du hingehst, deswegen solltest du geradeaus schauen. Schau den Leuten in die Augen. Das ist schwierig, aber üb es, üb diesen Augenkontakt. Ja, und übe auch, das mache ich immer wieder, ich mache immer Augenkontakt-Battle, habe ich schon mal erzählt. Ja, ich gucke die Leute an und schaue und versuche, dass ich der Letzte bin, der wegschaut. Das ist super spannend, macht super viel Spaß und du lernst sehr viel über Leute und über dich selber. Augen sollten immer hier sein. Ja, auf vertikaler Höhe. Niemals so. Du willst aber auch nicht so gucken. Dann wirkst du wie so ein Vollidiot und arrogant so. Nicht zu hoch mit dem Kinn. Einfach auf gerader Linie. Nicht so. Ja, so eine Körpersprache ist das Schlechteste, was du machen kannst. Und du wirst noch merken, renn ein bisschen so rum und du fühlst dich auch schlechter. Renn ein bisschen so rum und du fühlst dich auch bosshafter. Das zum Thema Körpersprache. Ich hoffe, dass es soweit alles rübergekommen ist. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare. Und beim Augenkontakt, das will ich noch kurz dazu sagen, natürlich auch nicht ständig blinzeln oder so. Oder ständig weggucken. Ja, Thema Augenkontakt. Habe ich schon einige Videos zu gemacht. Wenn die Frau redet, sei mit dem Augenkontakt bei ihr. Wenn du redest, kannst du auch gerne mal abschweifen. Wenn du zum Beispiel überlegst, dann gucke ich vielleicht mal, in die Ecke oder in die Ecke und dann wieder in die Kamera. Ah, das und das. Und damals ist das und das passiert, gucke ich wieder dahin. So. Aber Thema Augenkontakt habe ich einzelne Videos zu, die kannst du dir gerne mal anschauen. Tim Enderwolzen, Augenkontakt. Ich verlinke dir eins davon am Ende dieses Videos. Geil, dass du dabei warst. Wie gesagt, Fragen gerne in die Kommentare. Ansonsten sehe ich dich morgen zum letzten Video der Reihe, nämlich zum Video Stimme und wie man attraktiv spricht. Super wichtig, und wenn du diese drei Videos, die Lektion aus diesen drei Videos zusammentust, dann hast du eine unglaublich gute, attraktive Außenwirkung und wirst mehr Erfolg bei Frauen haben. Wir sehen uns morgen. Geil, dass du dabei warst. Bis dahin. Ciao.